Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu den offiziellen FIFA 23 Chelsea Ratings. Ja, meine Freunde, wir nähern uns langsam FIFA 23. Es kam schon der ein oder andere Trailer raus, unter anderem auch zum Gameplay. Und dort wurden die kompletten FIFA 23 Chelsea Ratings geleakt. Diese werden wir uns heute anschauen und wir werden uns natürlich auch nochmal die Gerüchte und die neuen Transfers anschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt auf FIFA 23 wie ich. Wenn ja, Freunde, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, um keine FIFA 23 Videos zu verpassen. Ich fange jetzt schon an, ab und zu FIFA 23 Videos rauszubringen und sobald wir kurz vor Release sind, bekommt ihr jeden Tag Videos. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht viel groß herum. Eduard Moni bekommt ein plus 3 Upgrade auf eine 86 in FIFA 23. Der Mann ist schon 30 Jahre alt und kam so in den letzten 1-2 Jahren irgendwie aus dem Boden gesprossen. Davor hatte man den irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und seine letzte Saison war einfach nur grandios. Dass er nicht der beste Torhüter der Welt wurde, ist ein Skandal. Donnarumma hat die Trophäe ja bekommen. Meiner Meinung nach hätte sich Moni die Trophäe auf jeden Fall verdient. In 34 Spielen hat der Mann nur 31 Gegentore bekommen, hat dabei 14 Mal zu 0 gespielt. Super Saison, verdientes Upgrade. Wir gehen rüber vom Torwart zur Verteidigung. Cesar Azpilicueta, Kapitän vom FC Chelsea, wird ein kleines Downgrade auf eine 82 bekommen. Er hat eigentlich die meiste Zeit der Saison gespielt, deswegen verstehe ich das Downgrade nicht, aber wir gehen weiter zum nächsten Verteidiger. Und das ist Thiago Silva. Von der 85 bekommt er ein plus 1 Upgrade auf eine 86 in FIFA 23. Der Mann ist schon 37 Jahre alt, ist immer noch Stammspieler beim FC Chelsea. Respekt auf jeden Fall dafür. Chelsea hat ja nicht viele Gegentore bekommen, deswegen verdientes Upgrade. Wir bleiben mal bei den Innenverteidigern. Wir gehen rüber zu Malangsa. Der Mann ist 23 Jahre alt, halb Franzose, halb Senegalese und wird jetzt vermutlich so langsam Thiago Silva und Christensen ersetzen. In der letzten Saison kam er nur auf 8 Einsätze, kriegt ein plus 1 Upgrade. Ja, ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu einem sehr großen Talent von Chelsea und zwar Reece James. 22 Jahre alt ist der Mann, kommt aus der Jugend vom FC Chelsea, ist immer noch beim FC Chelsea, hat mittlerweile einen Marktwert von 60 Millionen Euro. In der letzten Saison kam er auf 26 Einsätze, konnte dabei 5 Tore und 9 Vorlagen erzielen. Sehr verdientes Upgrade auf eine 84, meiner Meinung nach könnte man ihm sogar eine 85 geben. Dann haben wir auf der anderen Seite Marcos Alonso, da hat sich nicht viel getan, ist auf einer 79 geblieben. 28 Einsätze, 4 Tore, 5 Vorlagen, ist meiner Meinung nach mehr als eine 79, aber bei dem Tempo beschwert sich sowieso kein FIFA-Spieler. Wir sind mit der Stammverteidigung durch, wir gehen ins Stammmittelfeld. Am Ende gibt es dann auch nochmal die Auswechselspieler und die potenziellen Transfers. Jetzt aber schauen wir uns N'Golo Kanté an. Der kleine Mann hat sich ja in den letzten Jahren wirklich zum Weltspieler entwickelt. Zeitweise hatte er mal einen Marktwert von über 100 Millionen, mittlerweile sind es nur noch 40 Millionen und das liegt daran, dass der Mann häufiger verletzt ist. In der letzten Saison hat der Mann aufgrund von Verletzungen 12 Spiele verpassen müssen, deswegen kriegt er wahrscheinlich sein kleines Downgrade auf eine 89. Jetzt werden sich die kroatischen Brüder freuen, Mateo Kovacic kriegt ein kleines Upgrade auf eine 84. 28 Jahre alt ist der Mann, Stammspieler beim FC Chelsea im Mittelfeld. Chelsea hat ja sowieso eine ganz gute Saison gespielt, wurden Dritter in der Tabelle. Kovacic allerdings war ein paar Mal verletzt, deswegen würde er vermutlich kein großes Upgrade bekommen. Auf eine 84 hat den EA geupgradet, ist in Ordnung. Wir bewegen uns langsam nach vorne, Christian Pulisic, ehemaliger Dortmunder, bleibt auf einer 82. Das ist der einzige Spieler, bei dem die Stats auch wirklich 1:1 so sein werden. Bei den anderen Spielern hat man nur das Rating gesehen. Der Mann war zu Beginn der Saison etwas länger verletzt, 3 Monate musste er aussetzen, kam deswegen nur auf 22 Einsätze, konnte dabei allerdings 6 Tore und 2 Vorlagen erzielen. So ganz angekommen ist er noch nicht beim FC Chelsea, allerdings könnte das in Zukunft auf jeden Fall noch was werden. Und an Stammspielern fehlen noch die zwei Deutschen, der Perfect Link. Kai Havertz zum einen kriegt ein kleines Downgrade auf eine 83. Hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er ein Downgrade bekommt. Er hat jetzt zwar nicht die komplette Saison gespielt, kam auf 29 Einsätze, konnte 8 Tore erzielen, 4 Vorlagen geben. Das ist auf jeden Fall jetzt keine schlechte Statistik, deswegen verstehe ich das Downgrade ehrlich gesagt nicht. Und wie bereits erwähnt, haben wir noch seinen deutschen Kumpan im Sturm, Timo Werner. I play a lot of Fortnite. Der Mann sollte eventuell etwas weniger Fortnite spielen. Kam leider nur 4 Tore und 1 Vorlage. Sehr, sehr schwach meiner Meinung nach. Man muss den Mann allerdings auch ein wenig in Schutz nehmen. Er kam wirklich auf sehr wenig Einsatzzeit aufgrund von diversen Ausfällen. Auf einer 84 bleibt er. Hoffen wir, dass die Zukunft auf jeden Fall besser wird. Das war es auf jeden Fall von den Stammspielern. Wir gehen nochmal ganz kurz die Bank durch. Hakim Ziyech ist mittlerweile auch nicht mehr das, was er mal bei Ajax war. Kriegt eine 83. Wir haben Mason Mount, der meiner Meinung nach komplett gerobbt wurde. Erstens ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Bankspieler, sondern absoluter Stammspieler. Er kam in der letzten Saison auf 32 Einsätze, 11 Tore, 10 Vorlagen, kranke Statistik. Geiler Westcrack auf jeden Fall. Dass der Mann auf einer 83 bleibt, ist absolut bodenlos. Der Mann verdient sich mindestens eine 85. Dann haben wir Jorginho, der bleibt auf einer 85, obwohl er Europas Fußballer des Jahres wurde. Das sagt natürlich einiges darüber aus, ob die Trophäe verdient war. Da könnt ihr auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass Jorginho verdient diese Trophäe bekommen hat. Loftus-Cheek kriegt ein kleines Upgrade und ein Position-Change auf
auf ZM. Chaloba bekommt ein Upgrade auf eine Goldkarte, 76er Rating und ein Position Change ist jetzt Innenverteidiger. 23 Jahre alt ist der Mann, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Und dann haben wir noch unseren letzten Spieler, Kepa Arrizabalaga. Hat im Pokal einige Einsätze, in der Liga fast gar keine. Kriegt trotzdem ein Upgrade, naja, sei mal so dahingestellt. So, das waren auf jeden Fall die Leaks offiziell von EA selber. Jetzt haben wir nochmal 3 Transfers, beziehungsweise 2 feste und einen möglichen Transfer, die in der Vergangenheit jetzt so zustande gekommen sind. Erster Transfer, Raheem Sterling. 27 Jahre alt, kommt vom Meister Manchester City rüber zu FC Chelsea. 70 Millionen hat der Mann gekostet, kam bei Manchester City auf 30 Einsätze mit 13 Toren und 6 Vorlagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Ob er ein Upgrade bekommen wird, da war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe dem jetzt mal ein kleines Upgrade gegeben auf eine 89. Könnte aber auch sein, dass er auf eine 88 bleibt. Nächster bestätigter offizieller Transfer, Koulibaly. Kommt vom SSC Neapel, konnte dort mit Napoli Dritter in der Liga werden. Für deren Verhältnisse auf jeden Fall eine gute Saison. Ist daraufhin für 35 Millionen jetzt zu FC Chelsea gewechselt. Meiner Meinung nach geht eine 87 vollkommen in Ordnung. Und jetzt haben wir nochmal einen allerletzten Transfer, der ist allerdings noch nicht bestätigt. Und zwar ist es Frenkie de Jong, der soll ja vom Barca abgeschoben werden. Manchester United hat schon diverse Angebote für ihn gemacht. De Jong selber will allerdings nicht zu Man U, er möchte lieber Champions League spielen. Chelsea will Champions League spielen, könnte auf jeden Fall ein heißer Kandidat sein für den Wechsel. Dass er bei Barca bleibt, ist meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich. Sie möchten ihn ja unbedingt verkaufen, um die ganzen neuen Spieler anmelden zu können. Finde ich auf jeden Fall als Barca-Fan sehr, sehr schade. Allerdings kann ich es verstehen, dass sie den verkaufen wollen, weil sie für nochmal mindestens 80 Millionen Ablöse bekommen, können damit dann die ganzen neuen Spieler anmelden. Allerdings, was ich dann nicht verstehe, ist, dass sie sich von dem Geld Bernardo Silva kaufen möchten. Sie verkaufen einen Mittelfeldspieler und holen sich dann direkt den nächsten. Macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, aber naja, Barcas Transferpolitik momentan ganz, ganz komisch. Ihr seht ja auch nochmal den Leak aus dem EA-Trailer selber, daraus habe ich die Werte entnommen. Und Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao, ciao.